Wow, ja gut, damit wäre dann auch wahrscheinlich die Frage beantwortet, was, Shitty, was, oh. Boah, Alter, die macht mich aggressiv. Ja, Feuerlöscher Typ A. Oh Gott, die Alte kommt. Aua. Komm ich hier raus? Oh, lass mich raus. Oh. Okay, damit wäre scheinbar auch gelöst. Okay, dann kann ich nicht drücken. Wow. Okay, okay. Wofür die Feuerlöscher da sind? Sorry, ich fühle mich gerade wieder unter... Oh Gott, ich bin da. Unter Zeitdruck. Mach die Tür zu. Kann ich hier? Nein. Kann ich hier irgendwas? Kannst du mich löschen? Okay. Bushi bleibt scheinbar bei ihrem Feuer da hinten. Aua, warum? Was ist hier? Ach, da ist der Feuerlöscher. Okay. Gibt es hier trotzdem irgendwas? Ich weiß nicht, wie knapp die Zeit ist, aber bis jetzt ging es immer. Muss ich nicht da machen. Hallo, da, hallo, hallo. Ah. Feuerlöscher Typ C. Ein Feuerlöscher zum Löschen von Bränden. Er ist für den Einsatz bei elektrisch gezündeten Bränden geeignet. Das habe ich doch gesehen. Kann ich mich duschen, damit ich brandgeschützt bin? Was ist hier? Kann ich mir das anziehen? Steht mir bestimmt gut. Ich laufe in die Treppe rein. Okay. Egal. Wo bin ich? Okay, ich muss da durch. Weil da komme ich ja nicht lang. Da und dann... Okay. Okay, und hier ist scheinbar der Ventil drauf. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich will hier nur durch. Heiß und fertig. Aufpassen. Ich darf wieder rein. Bist du behindert? Die Alte will dir nichts Gutes. Ich habe irgendwie keine Worte mehr dafür, was da passiert, weil es einfach so abgespaced ist, dass ich habe damit abgeschlossen. Das ist okay. Passiert halt, ne? Völlig normal. Aua, toll. Danke. Feuerlöscher Typ B. Ein Feuerlöscher zum Löschen von Bränden. Es wird im Einsatz bei Ölbränden geeignet. Okay, und welchen brauche ich davon jetzt? Das wird er schon wissen wahrscheinlich. Okay, und hier? Nix? Wirklich nix? Ich bin voll nett, dass ich hier... Also nicht nett, aber voll lieb dem Spiegel gegenüber, dass ich mir die Zeit nehme, um zu gucken. Kann ich da... Kann ich das nicht löschen? Nein, scheinbar nicht. Okay. Ist da noch eine Tür? Nur für den Fall der Fälle. Okay. Bevor ich da jetzt reingehe. Ich muss nach links. Irgendwie nach links. Ich weiß nicht, wo die Alte gerade ist. Okay. Ich hab da blaues Feuer gesehen. Ich glaube, ich muss da hin. Okay, mach! Aua! Der müsste schon längst verbrannt sein. Hallo? Oh! Oh, der macht die aggressiv. Alter, mach die aggressiv. Wo ist die Alte? Da kommt sie. Ausgetrickst. Ich dachte gerade, das Feuer hätte mir irgendwas getan. Mach Ende! Die Alte ist hinter mir. Alter!
Guck mal, der will mich echt verarschen, der Junge. Dass ich so viele davor habe. Okay, wir machen es jetzt ganz geschickt. Boah, Alter, halt die Schnauze, bitte halt die Schnauze. Okay, Ventilgriff. Ja, nimm's einfach. Oh, oh. Okay, da ist sie. Ventilgriff, wo muss der hin? Nur mal so eine Frage. Ach, da... Oh, wow. Bin ich wenigstens auf der richtigen Seite? Ja. Wow. Echt wow. Okay. Hier? Ja. Einzige Ruhe im Raum. Oh. Das Ventil dreht sich nicht mehr. Der traut sich was, dass er ihr die Augen zumacht. Ich dachte, die lebt noch. Ich glaube, jetzt ist alles vorbei. Ist alles okay? Bist du verletzt? Hier. Das ist voll die gute Idee. Ich muss mal gucken, ob ich mein Mikro wieder angemacht habe. Bist du sicher, dass du alleine zurechtkommst? Alleine bist du nicht sicher. Alleine bist du nicht sicher. Chans Knöchel ansehen, suche Zunge. Ich will zu Zunge. Zunge. Aber jeder normale Mensch würde erstmal gucken. Okay.
대체 어떻게 된 일이야? 네가 날 구해준 거야? Vorneweg, ihr seht wahrscheinlich zwei Enden. Ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen, dass ich mit der Ollen... Ich mag sie, aber sie ist so... Sie ist einfach nicht Sunger, dass ich mit der Ollen sitzen geblieben bin. Nur weil ich nach ihrem Knöchel gucken wollte. Deswegen schaue ich jetzt, ob es ein anderes Ende gibt, wenn ich nicht nach ihrem Knöchel gucke. Deswegen, ich durfte ab dem Zeitpunkt, wo ich die Wasserdings gefunden hatte, durfte ich das nochmal machen. Und das Problem ist, ich musste ja erst die Fuse aus dem Strom in den Alarm reinstecken. Und weil ich den Spielstand geladen habe, war der Hausmeister die ganze Zeit da. Und das war echt ätzend. Aber ich habe es geschafft. So, ich glaube, jetzt ist alles vorbei. 정말? 이제 여기서 나갈 수 있는 거야? 미안. 아무래도 아파서 못 걷겠어. 좀 쉬고 있을게. 난 여기 있을게. 가서 성아를 좀 찾아봐. 걱정된다. Bist du sicher, dass du allein zurechtkommst? 괜찮아. 항상 혼자였는 걸 뭐. Die Mitleidsschiene zählt jetzt nicht, zieht nicht mehr. Die hätte vielleicht beim zweiten Mal gezogen. Aber ich hab dich schon. Nein, ich gehe zu Sunga. Tschüss. Oh, das Spiel geht dann also weiter. Oh, schön. Wie? Songa를 찾으러 간다며. Ja. Hast du noch was zu sagen? 난 쉬고 있을 테니까 빨리 가봐. Ja, ja, Bali, Bali. Schon klar. Wo bin ich denn? Ich gehe da mal raus und nach... Warte mal. Liegt hier nicht diese... Genau. Feuermarke. Eine Holzmarke, die mit dem Symbol für Feuer versehen ist. Ein Glücksbringer. Denn... Oh Gott, ich weiß nicht, wie ich das schneiden soll. Das ist ja witzig. Okay. Ich speichere jetzt nur noch mal ab, weil... Was? Achso, ich dachte, die Tür geht auf. Keine Ahnung, was ich mir noch einfallen lasse. Aber ich habe 10 Filzstifte, also... Habe ich das jetzt auch abgespeichert? Yay. Das heißt, ich müsste das andere nicht nochmal machen. Gott sei Dank. Und das da oben, natürlich genau die andere Seite, war ja das, wo ich das reintun kann. Auf zu Sunga.희민아, 야, 이희민! 이희민, 정신 차려! 뭘 그렇게 찾아? 괜찮아, 이제 다 끝났어. 그런데 지연이가 좀 다친 것 같아. 우리가 나가서 도와줄 사람을 부르자. 가자. 안 따라오고 뭐해? 아침이 밝아오면 생각나는 보일 듯 말 듯 아련한 꿈 하나 나만을 바라보던 너의 그 눈빛 다가서면 닿을 듯한 너의 향기
왜 그래? 뭐가 있어? 뭐가 있는데? 그럼 어서 가자. Ich bin froh, dass ich das jetzt alles nochmal durchgemacht habe, auch wenn ich erst sehr sauer war, dass Song A nicht da war. Mann, was hätte ich anders machen sollen? Ich bin doch Song A suchen gegangen. Aber zum Verständnis, die da hing, das ist ihre Schwester, weil sie hat mich Uni gesagt und das heißt große Schwester, das ist eine Anrede. Wenn man koreanische Fangirls kennt, dann kennt man dieses Oppa! Das ist das gleiche nur für... wenn ein Mädchen das zu einem Kerl sagt. Ja. Und die heißt einfach größere Schwester. Sowas wie Bro. Sis. Aber hey. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich gehe mal hier zeigen, was ich gemeint habe. Ich gehe mal hier zeigen, was ich gemeint habe. Du kannst doch hier altes Ding. Und so. Gut Deutsch. Da. Ich bin ein bisschen irritiert gerade. Wo ist so nah? Oh Gott. Ich bin froh, dass er jetzt nicht mehr so aussieht. Der sieht irgendwie netter aus als jetzt. Oh, da hat der Bartstoppeln gehabt. So voll viel. Oh. Ja, das fand ich auch noch ganz cool, aber das hätte es jetzt nicht besser gemacht. Und das ist herrliches Rosa. Ich meine, schaut ihn euch an. Von dieser Kombination aus einer rosa Schürze in Herzform und braun gebrannten Muskeln werden die Frauen fasziniert sein. Achte am besten nicht auf den gefrorenen Thunfisch in deiner Hand. Okay. Das wusste ich gar nicht. Jetzt muss ich das andere... Ja, das ist... Was ist das? Dieses exklusive Outfit wird beim traditionellen Tanz der legendären Nordinsel getragen. Du musst aber nicht mittanzen. Da, das fand ich noch ganz süß, ne? Aber... Ich wollte ihn so behalten. Steht hier, nein. Ein Kleidungsstück als Elite-Soldaten, der als Zombie oder Manson auf der Jagd ist. Jetzt habe ich das übersprungen. Ein schwarz-weiß gestreifter Bikini, der die prächtigen Kurven seiner Trägerin betont. Definitiv. Ja, gut, ich gehe wieder hier drauf. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe kein Fazit, das ist so... Ich bin verwirrt. Und... Ich habe hier, da alles voll, hier alles voll und dann noch einen halben Zettel, den ich jetzt nicht hochheben kann, weil ich nur zwei Hände habe. Da fehlt doch noch voll viel. Da ist doch Morsecode, Schatz, Musik leer. Ich weiß nicht, ob das ist, was wir gefunden hatten, also die CD mit dem, Schlüssel dran. Dann die Brillengläser, also diese, die da bei der Leseprobe, da hatten wir noch so eine Linse gefunden. Dann dieses Energieresonanz hoch 2, ich weiß nicht, ob das noch was war. Ja, aber das, da, die Pendeluhr steht Kopf, seine Stimme soll der Schlüssel sein, der Schlüssel zum Geheimnis des Musikzimmers. Da, ich habe nie was mit einer Pendeluhr gemacht. Das war doch noch gar nicht alles, oder doch? Aber was ich schon gehört hatte, war, dass manche Sachen nur freigeschaltet sind, wenn man, ich glaube, normal oder schwierig spielt.
Oh, der sieht ja fesch aus. Ein harter, aber loyaler Kerl. Loyal? Naja. Wir sind hier, glaube ich, in der Single-Börse gelandet, aber... Ja, da fehlt doch noch voll viel. Ich weiß nicht, ob ich das auf normal oder sogar noch schwerer schaffen würde. Ich hatte ja jetzt schon Probleme. Ha. Ja, aber an sich, ich meine, außer dass mir halt ziemlich viel jetzt fehlt, dadurch, dass ich nicht schwerer gespielt habe, war es halt mal was anderes. Ja, ich weiß schon, Wirkanov gefällt mir drücken bei so ein Müllspiel. Ist okay. Ich meine, also, abgesehen von der Grammatik, ist die nicht okay ist, aber es ist okay, wenn es Leuten nicht gefällt, aber ich fand halt mal, dass es was Neues ist. Es ist nicht nur so, du läufst durch einen dunklen Tunnel, ab und zu hörst du ein Rascheln, drehst dich um, ist nicht da. Gehst weiter, hörst noch ein Rascheln, drehst dich um, plötzlich ist was hinter dir. Ich meine, ich liebe solchen Horror auch, aber ich mag das auch mit diesen mehreren Endings und dieser Interaktion. Und ich frage mich immer noch, was mit dem coolen Lehrer ist. Ich mag den. Ich glaube, man müsste es echt auf schwerer spielen, um den kompletten Spielspaß zu haben. Spaß. Mit ihm da. Der war schlimmer als der andere Hausmeister. Sondal Su ist schlimmer als Yi Bongu. Definitiv. Aber er hat auf das Schiff geschaut. Deswegen war es erträglich, ne? Ja, ich weiß nicht. Sunga ist immer noch irgendwie mein Liebling. Und Jihon? Ja, sie ist eine Süße, aber ich will lieber Sunga. Und so jung. Ich meine, es war ein cooles Ende, okay? Wir sind jetzt halt mit ihrer toten Schwester durchgebrannt, die sich in ihren Körper zurückgestohlen hat. Das war wahrscheinlich, was wir auch gelesen hatten mit diesem... Der Körper der Toten kann in den Körper der Lebenden oder so. Ich weiß nicht mehr. Irgend sowas hatten wir gelesen. Ja. Ich keine Ahnung. Ein sehr seltsames Spiel. Aber ein seltsam gut. Positiv seltsam. Ich hadere echt damit, das nochmal durchzuspielen. Aber also jetzt nicht. Es ist 16:30. Jetzt nicht. Nee. Dann danke fürs Zuschauen. Danke auch an beispielsweise Redfish, der sehr oft sehr viel kommentiert, was ich sehr schön finde. Und sonst danke fürs Zuschauen. Und ich weiß noch nicht zu was, aber bis zum nächsten Mal. Tschüss!